Jo, hallo und herzlich willkommen. Mal wieder bei der Gartenfreund TV. Was meinen Sie? Man sieht hier im Hintergrund die Herbsthimbeeren. Brauchen wir für dieses Jahr die große Schüssel zum Ernten oder doch eher die kleine Schüssel zum Ernten? In diesem Film erfahren Sie es. Also ich würde sagen, als allererstes werfen wir mal einen kleinen Blick auf meine Herbsthimbeere. Hier haben wir auch schon diese Herbsthimbeere der Sorte Rubaca, resistent gegen Krankheiten. Bin ich im Prinzip sehr zufrieden mit. Man sieht auch, Himbeeren sind dran. Dort, dort und auch hier. Sie hat auch gute Ableger gebildet. Also die Vermehrung der ganzen Himbeere ist auch sehr gut. Bloß das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es dieses Jahr viel zu viel geregnet hat. Das ist viel zu feucht. Die meisten Himbeeren verschimmeln uns leider. Die habe ich jetzt alle schon abgepflückt, damit die Schimmelsporen sich nicht weiter übertragen. Jetzt pflücke ich noch schnell die reif gewordenen, bevor die auch schimmeln. Die ist noch nicht so reif, aber es geht. Deshalb benötigen wir heute auch nur das kleine Schälchen, denn im Gegensatz zum letzten Jahr ist die Ernte recht mager. Letztes Jahr habe ich sehr viel geerntet, habe auch sehr viel eingefroren. Aber dieses Jahr sieht die Geschichte nicht ganz so schön aus. Hier sind auch noch ein paar dran. Es sind auch welche angefressen, von welchem Tier auch immer. Schon recht kalt alles. Gucken, hier ist noch eine. So, die Ausbeute von heute. Nicht so pralle. Ich mache jetzt mal einen Geschmackstest. Ist hier eine? Nee, die ist angefressen. Die möchte ich nicht so gern essen. Wie sieht es mit dieser hier aus? Da ist ein bisschen Schimmel dran, den mache ich mal ab. Ja. Gut schmecken sie. Aber halt, der Ertrag dieses Jahr ist nicht so schön. Also wie ich bereits sagte, im Großen und Ganzen ist die diesjährige Ernte nicht so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Aber wenn man das mal so sieht, hier kommen noch jede Menge Himbeeren nach. Hier kann man es auch gut erkennen. Mal schauen, wie viel ich da noch von ernten kann. Hier haben sogar noch welche frisch geblüht, die bilden sich gerade noch aus. Na, mal sehen. Oh, da hinten sehe ich noch eine. Da hatte ich eine fast vergessen. Die ist sogar schon ein bisschen überreif. Bevor die schimmelt. Wo war sie jetzt? Hier pflücke ich sie auch mal ab. Und ab damit ins Schälchen. Also, das Resultat. Vielleicht sollte ich nächstes Jahr, wenn es so regnerisch ist wie dieses Jahr, irgendwas drüber spannen. Vielleicht eine durchsichtige Plane oder so. Soweit, so gut. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Der Gartenfreund TV Video gefallen. Wenn ja, können Sie gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren können Sie wie immer im Abspann, da ist so eine Einblendung. Einfach draufklicken, dann kommen Sie auf meinen Kanal und können dort einfach abonnieren. Ganz einfach. Wie immer, mein letzter Satz ist dann nur noch bis zum nächsten Mal. Bye, ciao und tschüss.